Yeah, und herzlich willkommen zum Deckprofil. Ja, wie angekündigt, nachdem ich in Dreieich in Top 8 war, leider dann rausgeflogen bin, ein bisschen schlecht gezogen, mache ich jetzt nochmal Deckprofil von meinem Shadow. Mit meinem guten Kollegen Korne, aka Yo Asakura bei YouTube, gut ein paar Karten geliehen habe. Das Deck hat relativ gut gerockt und ja, also deswegen machen wir hier mal ein Deckprofil von, ne? So, also fangen wir mal an hier mit Mr. Kaius. Da spiele ich zwei Stück. Die laufen, wie gesagt, ziemlich Bombe, weil, ja, muss ich nicht viel erklären, glaube ich, Kaius immer gut ist. Hat mir auch im Turnier immer gut geholfen. Ja, also deswegen, zwei Kaius sind relativ geil. Rechnet auch keiner mit. Dann zwei Armageddon. Moment, du hast der zweite. In der Kamera ist übrigens Shadowbone, der auch hier sitzt. Hallo. Hallo. So, zwei Armageddon-Ritter. Keine Mathematiker. Nee, ich habe mir überlegt gehabt, jetzt was zu ändern. Ich spiele noch, komme ich dazu gleich. Kann ich auch gerade zeigen. Zwei Kuri-Banditen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Kuri-Banditen, zwei Stück, kamen nicht so cool im Deck. Ich habe die cooler in DevPro getestet. Da kamen die öfter mal besser. Aber jetzt der Variante, wo ich hier spiele, Deck-Variante, kamen die nicht so gut. Deswegen überlege ich vielleicht, die zwei Kuri-Banditen rauszumachen, dafür zum Mathematiker zu spielen. Mhm. Dass halt zu Armageddon, zum Mathematiker direkt Deckspeed en masse ist. Vielleicht auch nur ein Mathematiker, weil die Armageddon-Ritter laufen ziemlich cool. Die sind halt noch geil. Na klar. Weil die können auch direkt das Biest reinlegen, falls du diesen Ding nicht mehr hast. Weil meistens holt man sich ja den Dingens hier. Wo ist er? Ini mit Mathematiker. Und dann kommt ja sein Effekt. Dann legt man sich ja Biest rein. Ja, aber wenn er nicht mehr drin ist, ein Deck, dann kommt da Armageddon-Ritter trotzdem ihn noch reinlegen. Das ist ganz cool. Ja, huste mal. Ja. Also wie gesagt, zwei Armageddon-Ritter. Zwei Kuri-Banditen, aber wie gesagt, die werde ich vielleicht rausmachen, die habe ich jetzt nicht so gut in Erinnerung im Turnier. Die waren relativ stressig. Haben mir viel, viel gutes Zeug gemillt und wenig Monster, komischerweise. Ja, und deswegen fliegen die wahrscheinlich. So, dann kommen wir zum Drachen. Im Schadolgraben auch gerade ein bisschen. Ich hätte es mal schon vorher sortieren können, aber irgendwie nicht gemacht, egal. So, drei Drachen. Drei Stück? Ja, laufen okay. Viel zu gut, weil man halt auch in der Endphase der Gegner noch eine Karte verdeckt hinlegt, also Zauberfallenkarte, in der Endphase diese Schattenspiele aktivieren kann, wie bei Mermel mit Linde und Pike und die Scharfschützen der Atlantischen, dann Gegner die Set wegschießen kann, kann man auch mit den Drachen in der Endphase Gegner die Backrow wegschießen, habe ich oft gemacht, kam ziemlich geil und auch noch halt geile Combo ist der Drache mit Moraltag, wenn man seinen eigenen Moraltag liegen hat, kann man seinen eigenen Moraltag schießen, Gegner jetzt ein dickes Monster wie BLS oder was liegen hat, was stressig ist, kann man halt seinen Moraltag wegschießen, sein Moraltag kommt dann wieder und dann schießt man Gegner sein Monster weg. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber habe ich auch schon ein paar Mal gemacht am Turnier, was relativ cool war und Gegner nicht mitgerechnet hat. So, wie gesagt, drei Drachen. Das ist mal der Shadow-Kram, dann hier den Lizard zweimal. Ja, Standard halt. Das ist der Standard, der ist halt Bombe. Da liegt halt alles drin. Genau, der kann einen reinlegen, ganz Bombe. Muss man spielen. So, dann Beast, zwei Stück. Ich habe es mit zwei besser gefunden, weil drei sind auch cool, aber ich glaube, drei kamen beim Test bei mir manchmal ein bisschen zu oft auf der Starthand und das war dann nicht so cool. Ja, und zwei ist relativ gut gelaufen, muss ich sagen. So, dann hier den Igel. So ziemlich auch, der ziemlich guten, die man oft spielt. Will ich vielleicht auch auf zwei runtergehen, aber das ist alles noch in Planung. Also, wie gesagt, im Deckprofil habe ich jetzt so gespielt mit drei. Lief ganz gut. Kam auch immer okay. War nie Deathdraw, kann man ja noch setten. Mit dem Flip-Effekt ist noch cool, mit der Zauberkarte suchen. Deswegen. So. Dann den Falco. Zwei Stück reichen vollkommen. Weil dritten, denke ich mal, wenn er vielleicht zu oft auf der Start hat oder so. Bisschen Deathdraw, muss ja nicht sein. Deswegen zwei ist vollkommen okay. Kommt ja eh immer. Ja, deswegen kann man ihn wieder suchen. So, dann wie gesagt, Moraltag habe ich drei Stück gespielt. Halt erstens Licht für den hier, Mr. BLS. Und zweitens einfach momentan voll gut. Mit den ganzen Kombo mit den Drachen und so ziemlich geil. Man kann sie aus dem Deck rauslegen für die Shadow-Fusion. Was noch ziemlich geil ist. Das Einzige, was wir machen werden, ist vielleicht einen Wähler noch einbauen, habe ich gesehen. Deswegen ist auch so eine Überlegung, wenn ich einen Kuri Bandit kicke, vielleicht noch ein, zwei Wähler zu spielen vielleicht. Mal schauen. Weil die liefen auch ziemlich gut, habe ich gesehen. Mit einem anderen Deckprofil jemand gespielt hat, das hat mir gut gefallen. Da Wähler doch momentan ziemlich wichtig ist auch noch. So, das war mal das Monsterbild. Dann kommen wir zu den Fallen. Alua. Okay, muss ich nicht viel erklären. Bisschen Deckspeed ist immer gut. Dann Seelenlast. Das waren an der Zahl 2, glaube ich. Jawohl. 2 Seelenlast. Momentan, wie gesagt, solange die Karte noch auf 3 ist, OP. Also overpowered, viel zu gut. Muss man, glaube ich, zweimal spielen.
Wenn man so viel Deckspeed hat, kann man die einfach immer wieder benutzen. 2-4er Friedhof geholt für eine Lavalkette oder eine Exiton Knight. Kommt immer gut. So, dann halt eine Super Poli. Ich finde, momentan reicht eine, weil man nicht immer gegen Darks und sowas spielt, manchmal auch gegen andere Typen. Und man dann halt höchstens entweder seine auf dem Feld mit Super Poli machen kann, was auch ziemlich geil kommt. Angriff und dann Super Poli. Aber ja, wie gesagt, eine reicht, die anderen habe ich im Board, falls man Mirror Match spielt. Madrid hat jemand 3 Main gespielt. Ja, 3. Weiß ich, erst Madrid, ja. Okay. Na gut, der hat nur Satella Knights und fast noch Schadolzen so als Mirror Match, also als Match Guard. Ja, gut, okay. Ja, wenn man Mirror Match spielt, dann natürlich geil. Deswegen habe ich die anderen im Board, also einen noch im Board drin. Ja, deswegen. Also ich habe mir hat eine gereicht, ganz ehrlich, die kam nie tot, die kam immer gut, ja. Die eine, die war okay, aber ich glaube, eine zweite wäre vielleicht manchmal ein bisschen scheiße gewesen. So, dann hier, klar, Schattenpuppenfusion. 3-mal, muss ich nicht erklären. Jetzt von selbst. Ein Book of Moon, auch ziemlich geil, den Falco wieder zudecken, das Beast wieder zudecken, als Schutzvariable in dem Deck hier, ziemlich gut. So, Foolish, muss ich auch nicht erklären, Effekte und so weiter, ne? So, das war das Zauberkartenbild. So, was ich noch vielleicht auch noch, was mir noch gefallen hat für die Variante, war noch eine Mind Control noch ganz gut. So, dann hier, Sanctum, 3 Stück, liefen auch ziemlich Bombe. Falls noch jemand eine hat, eine ist leider nur geliehen, 2 sind meine eigenen, ich brauche noch eine 3. eigene, wenn die noch jemand hat, würde ich gerne bekommen, wäre sehr cool von euch. So, dann hier 3 Schattenspiele, auch ziemlich geil, für das Deck ein Muss auf jeden Fall, 3 ist auf jeden Fall Bombe. Was ich Main gespielt habe, was echt gut lief, Lehre der Eitelkeit, wunderlicherweise. Ich habe die getestet und die kamen wirklich... Ja, die spielt jeder momentan. Ja, die ist brutal wirklich. So also, manche 3 Stück. Ja, also ich finde, ich habe gemerkt, 2 sind okay. 3 wäre mir, glaube ich, zu viel gewesen. Ich finde, 2 ist okay, weil ich habe jetzt viele Duelle gespielt und die kann auch mal auf der Stadt dann scheiße kommen, wenn die Gegner hier Beatsticks hinlegt und alles Mögliche. Die ist kein wirklicher Schutz dann, aber 2 ist okay, deswegen. Ein Zwangseber fand ich noch geil und halt ein Blast. Wobei ich den Windwing Blast vielleicht austausche für eine Warning, weil ich nicht immer die Handkarte übrig hatte zum Abwerfen. Deswegen habe ich gedacht, ja, ein Warning ist vielleicht besser. Jo. Das wäre das. Das wäre das Deckbild erstmal. So. Wie gesagt, lief also. Ich kann es nur hochloben. Es lief ziemlich gut. Die letzte Runde in den Top 8, wie gesagt, war Mirror Match gegen Shadow. Ich hatte viele verschiedene Gegner. Ich hatte Fairy mit Spirits. Shadow in den Vorrunden. Was war es noch gewesen? Feen, Spirits, Shadow. Infernity hatte ich 2 Stück. Gegen 1 verloren, gegen 1 gewonnen. Das ist 2-mal dasselbe Deck. Das waren 2 Kollegen, die dieselbe Deckliste gespielt haben. Eins habe ich 2-0 geholt, das andere habe ich 2-1 verloren, weil der Gegner ziemlich alles hatte. Mhm. Und ich startet mit 5 Monster angefangen habe oder so und dann 6. nachgezogen habe Monster. Und ja, ansonsten waren viele, viele gute Decks dabei. Also ich habe keine Noobs als Gegner gehabt. Deswegen kann man schon sagen, boah, das Deck lief ziemlich gut. So, dann kommen wir zum Side-Deck. Das habe ich jetzt noch so, wie ich es Turnier hatte. 2 Max-Cs. Ein Einbindungsunterwäldler. Der kam Bombe. Wirklich Bombe. Wie gesagt, wenn du den Infernity hinlegst oder auch Shadow im Mirror-Match, das ist ziemlich böse. Wenn deine Gegner dann keinen Drache hat, um den auf die Hand zurückzugeben oder sowas. Macht ja schon Spiel. Ja. Jinzo. Ah, ein Monarch, den kann ich noch als Gegner, genau. Das habe ich noch gehabt. Der war auch noch ziemlich gut. Jinzo, ja, weil ich gedacht habe, falls einer mit Chainburner kommt, nehme ich ihn mit dem hier und ich habe sogar im Achtelfinale im Top 32 habe ich dann mit ihm gewonnen. Ja, Gegner konnte nichts machen, weil er viele Sets hat, viele Feindset hatte, konnte keine mehr aktivieren. War lustig. Ja, wie gesagt, Super Poli, die 2. im Board. Für Mirror Match und so. 3 MSTs, falls Gegner mir mit seinen Sets auf den Sack geht, hätte ich die geboardet, aber habe ich irgendwie gar nicht gebraucht. So, dann habe ich die hier getestet. Verbotener Friedhof. Das ist eine Art, die hat den Effekt wie Abyss Dweller, also Effekt im Friedhof sind negiert. Habe ich getestet, aber ich habe eine andere Karte dafür jetzt gefunden, die besser ist, die mir vor dem Turnier nicht mehr eingefallen ist, weil ich das Deck morgens um 2:30 gebaut habe mit Kollegen hier. Und ja, wie gesagt, das Turnier war sonntags in Dreieich, jetzt diesen letzten Sonntag. Deswegen, wir waren Samstag so ein bisschen zum Zocken, Testen hier und ja, da habe ich gesagt, teste ich mal die Karte. Lief okay, aber gibt bessere. Was richtig geil kam, war Retourkutsche. Richtig, richtig böse. Weil mit Retourkutsche kann man einfach die gegnerische Schattenpuppenfusion, also wenn der Gegner die hier aktiviert, hier Schattenpuppen aktiviert, kann man die mit der hier negieren, ist eine Counter-Trap, die negiert die Schattenpuppenfusion und du darfst dann
Also der Aktivierer, also ich, darf mir dann eine Karte mit demselben Namen wie die negierte Karte vom Gegner auf die Hand nehmen vom Friedhof. Heißt, ich negiere seine Schattenpuppenfusion und hole mir eine von meinem Friedhof auf die Hand zurück. Das heißt plus 1 und negiert. Also die hat auch ein Spiel schon gemacht, die war richtig gut, die kam richtig knechtend. Der Junge hat nichts mehr ausgehalten. Von daher, also Retourkutsche zwei Stück, wenn ihr Shadow spielt ins Board, muss man machen. Desaster kam, wie gesagt, desaströs, also war wirklich für den Gegner verheerend. Den Infernti-Spieler, der hat alles gesettet und hat dann hier seine ganzen Sachen hingelegt, damit er immer wieder den Infernti-Typ machen kann. Und hat dann mit vier Macros angegriffen und ich habe die aktiviert. Das war ziemlich cool. Ja, also Desaster auf jeden Fall gut. Und halt gegen Lichtdecks wie Lightsworns, Shatella oder Bujin, Lichtspiegel, zwei Stück haben auch gereicht. Deswegen, viele spielen drei, aber ich denke, zwei reichen. Ihr müsst auch bedenken, das Zeug kann ein bisschen tot kommen, wenn das liegt. Das schützt euch nicht, das macht nur, verhindert nur die gegnerischen Effekte, aber im Endeffekt habt ihr da keinen Schutz vor. Deswegen finde ich zu viele Sachen, die nicht ein bisschen schützen, nicht so gut. Deswegen habe ich ein bisschen runtergeschraubt. Ja, das war's. Side-Deck. Kommen wir noch zum Extra. Haben wir zwei Winder. Zwei Konstrukt. Ganz normal Standard, finde ich. Viele spielen 3 und 3, aber ich weiß nicht. Mir haben die 2-2 gereicht. Was ich vielleicht noch machen würde, wäre vielleicht noch eine Konstrukt. Wenn ich die Dingens öfter spielen würde, die Super Poly, würde ich vielleicht noch eine Konstrukt mehr spielen, damit man für gegnerische Lightsworn-Decks und sowas noch ein bisschen Futter hat, die rauszubringen. Ansonsten, wie gesagt, ganz normal. Dann Cowboy. Auch, kam auch gut wie immer. Extra Knight, Stables halt, Arc Knight. Der Castell, den habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ich habe es jetzt nie gebraucht. Ich habe ihn, ja. Der kommt manchmal gut, aber nicht immer. Der kommt gut, aber ich habe ihn auf dem ganzen Turnier, glaube ich, gar nicht gebraucht. Also, es ist vielleicht ein Kleiner, den man kicken kann. Der ist cool, aber momentan finde ich ihn noch nicht so wichtig. Weil man hat ja das hier, das ist viel wichtiger und viel mächtiger. Ja, Kette habe ich auch nur zweimal gebraucht, aber ist cool zu haben. Die hat einmal ein Spiel vorangebracht, von daher okay. Trella fand ich umso wichtiger. Viel, viel. Mirror Match sehr, sehr stark. Gegner konnte gar nichts mehr machen. Und der allerbeste, Volcasaurus. Der ist richtig gut gewesen. Der hat viele Spiele gemacht. Gegner auf Lebenspunkte gerade noch weggemacht. Wie gesagt, zwei Beasts sind ja 5, Moraltach ist 5. Kriegt man easy raus. Ja, Gojo Wächter hat auch immer ein cooles Game gemacht. Gegner seine Sachen geklaut und so. Akanit-Magier, Bombe. Einfach nur Bombe. Der lief richtig gut. Würde ich sogar vielleicht noch einen zweiten reinmachen, wenn ich Platz habe. Also wenn ich vielleicht den Castell kick und oder vielleicht den Baba. Kette. Und dann kommt noch, ja, da kommt noch der Baba gleich, den zeige ich noch. Meine Entdeckung, die ich mir selber hier reingefriemelt habe, noch in keinem Deck gesehen bis jetzt. Was ich richtig geil fand, was in dem Deck geil funktioniert, ist einfach mal hier Diablos, also Beelze. Weil den kriegt man einfach raus, ganz knackig, mit Kaius, der ist nämlich Ja, Level ja, 6, ja, Level 6, und Falco ist Level 2, ja. Tuna. Gegner hat ganz gut, ganz gut, ganz blöd geschaut, weil mit sowas rechnet natürlich keiner im Shadow. Erstmal, und wie gesagt, die Situation hatte ich echt oft, dass ich den Falco liegen hatte und Kaius. Und dann einfach mal schön ein Synchro gemacht habe zu hier Beelze. Ich hab halt bei mir halt Ding ins Chaos extra drin, aber den werde ich dann auch für Chaos rausmachen. Ja. Also wie gesagt, Beelze lief Bombe. Hm. Super, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Ein Beelze reicht vollkommen. Und halt noch ein Black Rose fürs Feld zu Ja, cleanen. genau. Weil Beast plus Falco sind auch gleich Black Rose. Genauso wie Falco plus Armageddon Ritter Gojo-Wächter ist. Oder hier Akanit halt. Siebener auch. Deswegen, so ist es geil. Also die verzichtbaren waren auf jeden Fall. Castell habe ich, wie gesagt, nie gebraucht. Weil man ja immer noch im Notfall die Synchro machen, die Fusion machen kann oder halt Synchros. Deswegen Castell war nicht so wirklich wichtig. Und Kette war okay, aber meistens wurde die auch weggeblockt Shoot oder Emerald noch was. einmal. Ja, deswegen, also wie gesagt, das sind vielleicht Änderungssachen, wo ich vielleicht machen kann. Genauso wie im Deck, wie gesagt, kann man vielleicht, ich würde vielleicht ein Sanktum rausmachen und ein Heiligtum, ein Moraltach und ein Heiligtum rausmachen. Mal testen oder auf 3 lassen, ich weiß nicht, aber es lief mit 3 ziemlich cool eigentlich. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Kugelbanditen kamen echt scheiße hier drin, fand ich. Die sind mir echt auf die Nüsse gegangen, die habe ich meistens sogar für die Fusion abgeworfen oder so, weil die mich echt abgefuckt haben. Wegen denen habe ich auch 2 Spiele verloren, weil ich die hingelegt habe und einfach und dann einfach Effekt gemacht habe und wirklich nur mehr gute Sachen gemillt habe als Monster, obwohl man eindeutig hier sieht, wenn man das Deck hier liegen sieht, Zauberfalle und Monster überwiegend da sind. Obwohl ich gut gemischt habe, aber die Kuri-Banditen waren, wie gesagt, nicht so pralle, weil ich denke, bei dem Deck ist einfach das Problem, dass die sehr schnell aus dem Deck rausgesucht werden. Dann kommt hier der Salamander legt einen rein, dann kommt hier die Schattenpuppenfusion aus dem Deck raus. Sanktum, also Heiligtum hier legt aus dem Deck die Moraltach raus und so. Ich denke, es hat sich ein bisschen gebissen. Ich denke, ich würde ein bisschen stabiler lieber spielen. Wäre, glaube ich, besser gewesen. Aber okay.
Ja, zur Deckveränderung, wie gesagt, würde ich noch beitragen, den obersten Akalit-Magier, falls ihr noch nicht kennt. Der ist richtig, richtig Killer. Ich habe ihm auch hier schon Shadowbone empfohlen. Der hat den auch schon relativ in sein Herz geschlossen, ne? Ja. Ist halt geil, weil man einfach hier hingehen kann, wenn man jetzt den Akalit-Magier liegen hat. Ohne Münzen, also ohne 10 Marken, ist der ja praktisch nichts mehr mit 1-8 Defense, nichts mehr zu gebrauchen. Und ich denke mal, Shadol hat jeder auf dem Feld. Irgendwie. Sei es ein Falco, der dann geflippt worden ist oder irgendwas. Man einfach mit der Superpoli dann hingehen kann. Die zwei, weil der ist Hexer und der ist Akalit-Magier. Die zwei fusioniert und einfach mal den hier hinlegt, der dann mit 3-4 kommt. Der dann auch 2 Zauber-10-Marken kriegt. Dann für jede 1000 dabei, der hat 1-4. Und dann darf man entweder einen Runner machen, eine Karte ziehen oder eine Karte zerstören. Das ist ziemlich geil. Also der hat schon coole Moves gemacht bei Death Pro. Ich habe nur vom Turnier vergessen reinzumachen. Und ach, nicht mehr gewusst, was ich rausmachen soll, weil ich eigentlich alles davon mal testen wollte, was ich hier drin habe. Aber ich hätte den Castell vielleicht weglassen sollen, vielleicht den lieber spielen, der kann vielleicht besser. Das wäre so jetzt mal die kleine Anmerkung von mir. Oder Mirror Match halt. Ja. Oder Mirror Match kommt ja auch Bombe gegnerischen Arkanitenmagier, wenn der Gegner einen beschwört, was auch ziemlich oft passiert ist. Einfach mal gegnerischen weggeopfert oder wegsynchronisiert mit seinem Shadow-Monster. Zu ihm einfach Killer. Ja, was wie gesagt, Verbesserungsvorschläge fürs Deck noch werden. Wie gesagt, Railers noch auf jeden Fall, Durchbruchfähigkeit. Und was wir noch angetauscht haben, was ich noch keinen hatte, ist der Majestys Unterwäldler, der ziemlich geil ist. Den werde ich auf jeden Fall im Board spielen. Ja, ansonsten noch, wie gesagt, Emerald kann man noch rein adden, ist noch ganz gut in dem Deck. Hier diesen Deltareros wollte ich mal testen. Oder wie heißt der? Deltaros, ja genau, den wollte ich noch testen. Diesen Ritter hier kann man auch noch testen. Und Amadis halt, die ganzen guten Sachen, die man noch spielen kann. Das wären so die Sachen, die ich mir jetzt im Nachhinein ein bisschen überlegen würde. Ansonsten Staples wie Warning noch vielleicht rein, BTH habe ich noch überlegt und Gedankenkontrolle. Ja, wie gesagt, Mathematiker und als ins Board für diese 2 Zauberkarten habe ich mir überlegt, vielleicht die zu spielen. Vor einer anderen Dimension, weil man denn in der Runde werden alle Monster, die auf den Friedhof gelegt werden, stattdessen aus dem Spiel entfernt. Also ist praktisch ein Riss für eine Runde. Kann man gegnerische Runde anketten oder auch wenn man sein Monster angreift. Ganz gut. Ja, BTH Warning, wie gesagt. Das sind so die Sachen, die ich mir überlegt habe, vielleicht zu adden. Auch viele Leute habe ich gesehen, die das hier gespielt haben. Mhm. Diesen White Dragon, Wyvern Buster und Collapse, was heißt der? Collapse the Runt, genau. Ja. Auch noch ziemlich cool. Ja, aber hat mir jetzt nicht so gefallen, die Variante. Das war mir zu viel gemischt mascht. Deswegen, so lief es ganz gut, Stack. So habe ich es gespielt, wie gesagt. Das sind die Verbesserungsvorschläge. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Vorbei. Liken, abonnieren, Kommi da lassen, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder vielleicht irgendwas, was mir irgendwie was raten könnt, was ich noch vielleicht ändern könnte oder so, höre ich immer wieder gern. Und ja, sag ich mal, danke fürs Zuschauen, haut da rein und peace out, ne? See ya.